Die Wanderausstellung Darüber sprechen macht auch Halt in der NMS Rudersdorf. Die Ausstellung beruht auf Zeitzeugenberichten von verschiedenen Persönlichkeiten und ihren Erlebnissen in der Zeit des Nationalsozialismus. Wie Schulfreunde und Freundinnen mit ihnen umgingen, wie die Nachbarn zu Feinden wurden, der Staat zum Mörder, wie sie überleben konnten und wie es ihren Familien erging, sind die zentralen Aspekte der Ausstellung. Sehr geehrte Ehrengäste, wir, die Schülerinnen und Schüler der vierten Klassen, haben im September die KZ-Gedenkstätte Mauthausen besucht und waren zutiefst betroffen von den Massenverbrechen und Gräueltaten, die an diesem Leidensort begangen wurden. Es ist uns bewusst, dass es wichtig ist, die Erinnerungen daran aufrechtzuerhalten und dass sich diese dunkle Zeit nicht wiederholen darf. Diese Ausstellung gibt uns die Möglichkeit, uns noch intensiver mit dem Thema Ausgrenzung und Verfolgung im Nationalsozialismus zu beschäftigen. Danke, dass Sie aus diesem Anlass zu uns gekommen sind. Wir haben zwar heute den 27. Februar, aber vor einem Monat, am 27. Jänner, ist der internationale Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust. Und genau vor 75 Jahren an diesem Tag wurde das KZ Auschwitz geschlossen und in dem ganzen KZ wurden hier 6 Millionen Juden ermordet und darunter waren 1,5 Millionen Kinder. Das muss man sich mal vorstellen. Diese Tatsachen dürfen wir niemals vergessen. Wir müssen dieses Desaster immer wieder erwähnen, damit solche Dinge nicht mehr passieren. Und dies ist eines der dunkelsten Kapitel in der Geschichte Österreichs. Und das zeigen aber auch Berichte, wo es sehr oft um antisemitische oder rassistische Übergriffe im Netz geht. Und deshalb heute die Ausstellung Darüber sprechen. Die Ausstellung selbst besteht aus 14 einzelnen Tafeln, wo Zeitzeugen über ihre Erfahrungen kurz berichten. Aber dazu gibt es später mehr. Dass das Thema sehr, sehr wichtig ist und aktuell ist, zeigt mir, dass ich bei uns die Landtagspräsidentin Verena Dunst begrüßen darf. Herzlich willkommen in Rudersdorf. Die Ausstellung selbst hat keinen Anfang und kein Ende. Das heißt, es ist egal, bei welcher Tafel ich beginne, wo ich durchgehe. Es sind Tatsachen, es sind Berichte von Zeitzeugen. Jetzt darf ich das Wort an die Frau Präsidentin übergeben und bedanke mich noch einmal bei allen Beteiligten. Liebe Schülerinnen und Schüler, danke übrigens auch an die Presse, dass sie mit dabei ist. Und ich möchte gleich mit einem guten Morgen beginnen. Ich freue mich, dass ich bei Ihnen bin. Letzten Montag war es die Angelobung, die Wahl der Regierung, der Regierungsmitglieder, die Angelobung der Abgeordneten, die Wahl und Angelobung von mir selber als Landtagspräsidentin. Und ich bin deswegen so froh, wieder zum zweiten Mal dieses zweithöchste Amt im Burgenland zu haben, weil genau das auch ermöglicht, Ausstellungen zu forcieren, so wie heute, zu begleiten und mit ihnen zusammenzuarbeiten. Als die jungen Menschen, vor allem die Erwachsenen von morgen. Als Landtagspräsidentin habe ich eine klare Aufgabe. Meine Aufgabe ist, sozusagen die Hüterin der Demokratie zu sein, zu schauen, dass ich einlade zu Landtagssitzungen, wo Gesetze beschlossen werden, wo Anträge besprochen werden, wo es darum geht, um die Zukunft und um das Jetzt von heute im Burgenland. Im Landtag werden Gesetze beschlossen, die eigentlich für Sie alle gelten. Sie werden es nur nicht merken, aber es ist so, dass Sie heute in diesem tollen Schulgebäude und heute Bildung genießen können, Weiterbildung, ich weiß, das geht Ihnen wahrscheinlich auf die Nerven, wenn man dauernd was lernen soll. Das war bei mir auch nicht anders, keine Sorge. Aber es ist ganz wichtig. Aber auch dazu komme ich kurz danach. Ich darf Sie also einladen. Sie waren in Mauthausen, dazu darf ich nur gratulieren. Heute am Mittwoch, am Freitag habe ich mein Gespräch gehabt. Morgen kommt sie wieder, die Frau Doktorin Glück.
Die werden Sie vielleicht auch dort kennengelernt haben. Sie ist die Geschäftsführerin von Mauthausen. Ich arbeite seit vielen Jahren schon damals, als ich selber noch politische Bildung und Geschichte unterrichtet habe, zusammen. Wohnt mittlerweile in Burgenland und ich werde mit ihr wieder ein großes Demokratiepaket schnüren für die jungen Menschen von heute. Thomas König habe ich vorher erwähnt, aber auch die Projektleiterin, die Frau Kollegin. Es ist ganz, ganz wichtig, da unterstreiche ich das, was der Herr Direktor gesagt hat, dass man mit ihnen darüber redet. Das geht nämlich wirklich schnell. Letzte Woche, vorletzte Woche, das letzte, voriges Jahr, 3-4 Mal. Dass irgendwer kommt, und der ist natürlich politisch motiviert, auf die Idee, andere umzubringen. Sie haben das eh alles verfolgt. Und das sind aber auch normale Menschen, die fallen überhaupt nicht auf. Sie sehen es, wenn die Polizei dann draufkommt, wer war der Täter, warum machen die das? Da bringen sie manchmal so das eine oder andere zutage. Nämlich, dass sie dann sehen, Computer, EDV-Systeme durchschauen. Die sind radikalisiert. Das sieht aber keiner. Der sitzt normal am Arbeitsplatz, jeden Tag, hat Freunde, Freundinnen, oft sogar Familie. Und plötzlich vor einer Menschenmenge und bringt damit Kinder um. Oder er schießt Erwachsene. Einfach so. Und das nicht irgendwo in Kriegsgebieten, sondern in Deutschland, in allen anderen europäischen Ländern, kann man fast sagen, ist an der Tagesordnung und sind wir froh, dass wir es in Österreich noch schaffen, dass das nicht so ist. Kann aber morgen, kann jetzt, in einer Stunde in Wien oder woanders passieren. Wie passiert das, dass ein so normaler Mensch plötzlich so ausrastet? Weil es Kräfte gibt, die natürlich nicht mit Demokratie was anfangen können, nicht mit Frieden, die wollen Unfrieden haben. Die sind radikalisiert, weil im Hintergrund Gruppen arbeiten, die sagen so, jetzt zeigen wir auf und vernichten ein System. Das beste System, das es auf der Welt gibt. Jetzt will ich nicht, weil wir vorher, die Frau Regierungsrätin und ich, gescherzt haben über die Frage, wie lange ist 1921 her, jetzt geht es mir nicht um die Bildungsstandards abzufragen, aber jetzt sind wir in einem Land, ich sage immer Burgenland und Vorarlberg, wir sind die Klammer Österreichs. Wie viele Kilometer ungefähr nur ist Vorarlberg von uns weg? Also man fährt, muss oft genug hinfahren, je nachdem wie man fährt, aber so in 7, 6,5 Stunden schafft man es. Aber wie viele Kilometer ungefähr? 300, 500, 700? Was würden Sie sagen? Was glaubt ihr? Genau so ist. Genauso ist natürlich, je nachdem, wo man in Vorarlberg ist, aber so groß ist Vorarlberg, flächenmäßig nicht. So, und jetzt legen wir in Radios im Kopf nicht nur Vorarlberg, sondern gehen wir nördlich. Gehen wir südlich. Gehen wir östlich. 600, 700, 800 Kilometer weiter ist auch teilweise noch Europa. Und wie geht es dort so? Dort sitzen junge Menschen in ihrem Alter, nicht so wie jetzt die, lässig da vor mir in Ruhe, Frieden, freuen sich, okay, irgendwann gibt es Pause, dann gibt es ein Jausen und irgendwann ist heute die Schule aus und dann gehen wir wieder nach Hause, sitzen in einer schönen Wohnung oder in einem Haus, haben Eltern, die eine Arbeit haben, selber haben sie eine Zukunft, jeder von ihnen stellt sich schon was vor, worin 15 Jahren sein wird. Da haben Kinder, nochmal, Radius Vorarlberg, nur in andere Richtungen. Die sitzen nicht in der Schule. Der sitzt vielleicht irgendwo gerade in einem Keller eines zerbombten Hauses. Der kann nicht daran denken, ob er vielleicht an einer Demo am Friday for Futures teilnimmt, weil das gibt es dort nicht. Da kannst du dich einmal treffen, zu dritt und zu viert auf der Straße, und plötzlich bist du verschwunden. Deine Eltern wissen nicht, wo du bist. Aber dort ist Demonstrationsverbot. Nochmal, Radius Vorarlberg. Dort können Kinder nicht in der Früh, was ich am liebsten tue, ich bin ein echter Morgenmuffel, ich arbeite immer sehr lange in die Nacht, da bin ich tüchtig, aber in der Früh brauche ich immer die Dusche, da gibt es keine. Da gibt es ja keine Jausen, da gibt es keine Schulen, da trifft man die Freunde nicht, da hat man nur Angst. Und das im Jahr 2020, nicht weit von uns weg. Wenn Sie mal Urlaub fahren, schauen Sie genau hin, mir trifft es immer so, weil ich viele bosnische Freunde, als sie damals gekommen sind, die wirklich Freunde geworden sind, weil ich vielen geholfen habe, als sie daherkamen. Wenn sie da mal durchfahren,
auch heute noch, sind Häuser unbewohnt. Rauchschwaden, die kann man sich direkt vorstellen, weil alles ist schwarz und verbrennt. Auch nicht weiter entfernt. Und wisst ihr was, wenn, oder wissen Sie, wer dort beispielsweise plötzlich das Nachbarhaus angezündet hat? Das ist so, seid ihr, der wird du so. Danke, Entschuldigung, dass ich das nicht gefragt habe. Seid ihr zwei Freunde? So, meistens sitzt nur mit Freunden zusammen, ne? Stellt euch vor, morgen du hast heute einen grünen Pullover. Heute am Abend gibt irgendwer die Parole aus und ihr seid ja ständig im Internet oder vor einem iPhone oder Handy oder wie auch immer. Die grün angezogen sind, die will man nicht mehr. Das kann da passieren. Du kommst morgen in die Schule und der sagt plötzlich, leise mal dahin. Der sagt plötzlich, schleich dich, mit dir will ich nichts zu tun haben. Der schaut dich nicht an und spuckt dich an. Da steckt es überall rundherum. Kann dir passieren. Oder glaubst du, passiert es dir nicht? Das hat sich damals auch niemand gedacht. Das waren Freunde, die waren miteinander, so wie ihr da sitzt. Und am nächsten Tag hat man plötzlich gesagt, geh weg. Damals war es halt nicht ein grün angezogener, sondern, übrigens, ich bin auch Rapidlerin, falls du das bist. Also ich habe nichts, kein Problem mit grün. Das waren halt Juden. Dort irgendwann am Abend, da ist die Parole, dieses Skandalisieren, ab morgen sind die Juden Menschen zweiter Klasse. Das kann dir passieren, wenn du vielleicht ein jüdisches Blut hast. Oder dem Nächsten passiert eben nicht, dass du vielleicht einen Glauben hast, den der andere neben dir nicht hat. Das ist nicht erfunden, das steht da hinten. Und stell dir vor, deine beste Freundin redet morgen mit dir nichts, spuckt dir an und sagt, geh weg. Ich will mit dir nichts zu tun haben. Geh weg, wie weh das tut. Und drei Tage später sitzt deine Freundin nicht mehr am Platz, wo sie immer gesessen ist, sondern drei Tage später ist sie vielleicht in Auschwitz. Einfach so, verschwunden von der Erde, weg. Ihre Eltern suchen sie vielleicht, aber die finden es nicht mehr. 1,5 Millionen hat der Herr Direktor gesagt. Das muss ich mal vorstellen. Österreich hat wie viele Einwohner, wie viele Millionen haben wir? Wir fangen mal in Burgenland, fangen wir es einmal an. Wie viele haben wir in Burgenland? Naja, fast 300.000. Stellt euch vor, sie sind viermal Burgenland ausgeräumt. Leer. Wie wenn du heute mal das ganze Burgenland inhaftierst und nach Auschwitz bringst, dort werden sie dann in Reihen Kitt gestellt, rein, Ende, fertig. Dreimal Burgenland ausgeleert, fast viermal. Da gibt es natürlich viele Fragen, die sagen dann, ja, aber Frau Präsidentin, wie hat das passieren können? Das waren ja normale Menschen. Der ist ja ein normaler Mensch und sagt, morgen, du bist grün gekleidet, du bist Aussätziger. Was passiert da? Wie gibt es das, dass Nachbarn, beste Freunde, plötzlich am nächsten Tag dem in Bosnien unten das Haus anzünden, wo Menschen verbrannt sind, vor ein paar Jahren erst? Die haben nur können schauen, ich habe auf 90 Menschen damals geschaut, waren 90 Menschen. Sondern plötzlich bei mir im Dorf gelandet. Die haben nur fliehen können mit nichts. Wie gibt's das? Dass der Nachbar plötzlich zur Beste wird? Oder die beste Freundin oder der beste Freund? Wie gibt's sowas? Radikalisiert. Sich wirklich von anderen Kräften so aufhetzen lassen. Kann euch das auch passieren, glaubst du? Kann das passieren? Ja. Was kommt hier? Machen wir Abstimmung. Ne? Ich frage euch, kann das passieren? Im Burgenland mit euch, dass das wird nicht morgen sein. Aber sag mal, du kriegst dauernd Hetzparolen und sagst eh mit dem grünen Pullover, na, mach mal eine, sag mal, die evangelische. Das passiert, der Glaubenskrieger sind ja überall auf der Welt. Auch wieder Vorarlberg weit weg. Glaubenskrieger. Sag mal, die Evangelischen sind, wer ist ein Evangelisch von euch? Okay? Morgen seid ihr dran. Kann sein, dass heute jemand sagt, und die nächsten Wochen, Evangelische sind ein Wahnsinn, die kehren weg. Das sind Menschen zweiter Klasse, die wollen wir nicht mehr. Und jetzt frage ich euch, glaubt ihr, dass das mit euren Klassen jemand zusammenbringt und mit euren Eltern, dass die Evangelischen plötzlich wie aussätzig behandelt werden? Da braucht es wieder nur lesen. Beispielsweise. Und das war dann in der Schule.
und überhaupt, dass die ganzen Kinder, die haben sich abgewendet, so wie wenn beispielsweise die Evangelischen die Pest hätten. Abstimmung? Wer kann sich das vorstellen, dass euch das passiert? Zeigt mal auf, wer sich vorstellen kann, dass das passiert. Okay. Auch Lehrerinnen sagen das und die wissen warum. Weil Menschen, und dann höre ich schon auf, weil Menschen leider beeinflussbar sind. Und wisst ihr, welche Menschen am meisten, die am wenigsten wissen? Ein gebildeten Menschen, der sich auskennt und sagt, hey, das lasse ich mit mir nicht machen, der Evangelische ist gleich viel wert wie ich als Katholischer oder als Nichtsglaubender. Das sind alle gleich wert. Wenn man da gut aufgeklärt ist, weiß, wie wichtig das ist, dass man eigene Meinung hat und nicht hinter einem nachläuft, der eine Meinung hat. Ich war gestern echt erschüttert. Gestern hat mir der Landtagspräsident, der heißt Reinhard Rohr, aus Kärnten eine Einladung weitergesimst. Da ist drauf gestanden, so in etwa, ihr könnt es nachlesen, ich will jetzt nur nicht zu lang brauchen. Da ist gestanden, Kärnten wieder befreien, dann und dann unter dieser Handynummer und unter dem, wir haben eh schon was gemacht in Kärnten, ich lasse das eh nicht zu. Aber jetzt kehren wieder mal die Slowenen aus Kärnten raus. Das ist die Woche passiert. Die wollten sich treffen. Nur das wird erwischt. Passt ihr bitte auf euch auf. Wenn euch irgendjemand über den anderen was sagt, was den diskriminiert, schlechter stellt, dann sagt er, hey stopp, warum sagst du das? Warum redest du über den so? Ja, das ist der Beginn. Was mir sehr weh tut, ich bin jetzt schon lange, muss ich überlegen, 21 Jahre aus der Schule weg. Und ich bin natürlich noch immer begeisterte Pädagogin, weil ich mit jungen Menschen sehr gerne arbeite, aber mir erzählen immer wieder Kolleginnen und Kollegen, dass oft auch in der Schule, und da bin ich überzeugt bei euch nicht, Mobbing betrieben wird. Wo man so den anderen so richtig segiert bis aufs Blut. Passt auf. Das ist wirklich der Beginn. Jetzt bin ich wieder beim grünen Pullover, wenn das so lächerlich klingt. Aber nehmt die Evangelischen her, das waren schon viele. Passt auf, spielt da nicht mit. Weil sonst kommt wieder einer daher und sagt so, Ausländer raus, Evangelische raus, Kinder, die unter 71 sind, obwohl sie schon erwachsen sind. Und, da fällt immer jemand was ein. Und da gibt man immer einem anderen die Schuld und das ist das System. Wenn jemand keine Arbeit findet, dann sagt man, ja, wir haben so viele Ausländer, deswegen kriegen wir keine Arbeit. Ist absolut falsch. Aber so beginnt es. Also passt auf, überlegt, weil es sind gebildete Schüler und Schülerinnen, die Gott sei Dank in Österreich leben, wo man sich bilden kann, wo man weiterlernen kann, wo man denken lernt. Andere können das nicht. Mit denen kann man viel leichter spielen. Ihr habt eine tolle Ausstellung. Vielen Dank an alle, die engagiert waren, Frau Kollegin, Herr Thomas König, Herr Direktor, alle. Und an euch, wie gesagt, passt auf. Lasst das mit euch nicht machen. Wisst ihr warum? Das kann man nur mit oft sehr nicht gebildeten Menschen machen. Denen was einzureden, was anderen Menschen dann schadet. Lasst euch nichts einreden. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns dann wieder mal sehen, vielleicht in Eisenstadt, oder weil ihr wieder ein tolles Projekt macht. Alles Gute wünsche ich euch. Vielen Dank für das, was Sie uns da mitgeteilt haben. Sie haben mir total aus dem Herzen gesprochen. Und ich möchte jetzt ein Zitat bringen, dass die EU anlässlich der Gedenkfeiern zum 75. Jahrestag der Befreiung des KZ Auschwitz gebracht hat. Wir können die Geschichte nicht ändern, aber die Lehren aus der Geschichte können uns verändern. Und ich denke, genau das ist unsere Aufgabe, Aufgabe der Schule, für die Geschehnisse der Vergangenheit zu sensibilisieren, daraus Lehren zu ziehen, damit dieses dunkle Kapitel der Geschichte nicht wiederholt wird. Dass sich so etwas auch im Kleinen nicht wiederholen darf. Einer von uns kann nicht die Welt retten, aber wir alle
müssen einen kleinen Beitrag leisten. Und wenn wir das nur bei uns im Klassenzimmer, in der Klasse, in der Familie, in den Dörfern machen. Genau das ist es, was wir vermitteln wollen. Und Geschichteunterricht ist natürlich nicht Vermitteln von Fakten. Ja, gehört auch dazu. Aber es geht immer um Menschen. Es muss emotional berühren. Und was übers Herz geht, geht auch ins Hirn und geht auch ins Handeln. Es geht bei uns im Unterricht, und ihr könnt es mir da jetzt nicken und bestätigen, es geht immer um den Menschen. Wie handeln Menschen? Welche Werte bestimmen ihr Handeln? Und dann, welche Konsequenzen ergeben sich aus ihrem Handeln? Für die Gesellschaft, für die Dörfer, für die Länder, für die ganze Welt. Und ich denke, diese Ausstellung, die wir da jetzt für 2 Wochen bei uns an der Schule haben, wird uns bei dieser Aufgabe unterstützen. Der Direktor hat schon ein bisschen was dazu gesagt. Ich möchte es jetzt auch noch ein bisschen vorstellen. Es sind 14 Tafeln aufgestellt und diese Tafeln stellen die Schicksale von jüdischen, vertriebenen jüdischen Personen dar. Und das Schöne daran, sie haben den Holocaust überlebt. Es sind Menschen, die die Gräuel, die schreckliche Zeit überlebt haben. Und als Zeitzeuginnen und Zeitzeugen geben sie Interviews, erzählen, welche Erinnerungen und Erfahrungen sie an die Nazizeit haben. Die Frau Landtagspräsidentin hat schon gesagt, sie hat einige von den Zitaten runtergelesen. Sie erzählen, wie Schulfreunde mit ihnen umgegangen sind, wie Freunde, Nachbarn plötzlich zu Feinden wurden, wie der Staat zum Mörder wurde. Staatsbürger waren das, die da einfach deportiert wurden, abtransportiert und getötet wurden. Und sie erzählen auch, wie sie den Holocaust überlebt haben. Auch das berichten sie. Wie ist es ihnen gelungen, diese Schrecken zu überleben? Wo haben sie überlebt? Und die Rückseite, die sehen wir jetzt nicht, aber wir werden die Tafeln dann so platzieren, dass wir damit arbeiten können. Die Rückseite enthält Informationen, Sachinformationen zu den einzelnen Problemen, die die Menschen hatten, also über Schulzeit, über Ausgrenzung und so weiter. Und ihr werdet, liebe Mädchen und Burschen, in den nächsten Tagen mit euren Lehrern, zum Teil werden wir das im Geschichteunterricht machen, mit diesen Tafeln arbeiten. Es sind QR-Codes angebracht. Ihr könnt mit euren Smartphones oder im Unterricht werden wir es mit den iPads machen, die Interviews mit den Personen aufrufen. Die kann man sich dann anschauen. Ihr werdet euch davon berühren lassen, von ihren Schicksalen. Und wir werden dann darüber sprechen. Das soll euch zum Nachdenken anregen und zum darüber sprechen. So heißt schließlich die Ausstellung auch, ja? Geht es euch auch so wie wir, was wir heute in Geschichteunterricht lernen, geht schon unter die Haut. Ja, es waren echt schlimme Zeiten. Wirtschaftskrise, keine Arbeit. Gegenseitiges Misstrauen und Hass auf politische Gegner. Österreicher schießen auf Österreicher. Ende der Demokratie. Und noch schlimmer, das Ende Österreichs. Und dann auch noch der Weltkrieg. Millionen von Menschen verlieren ihr Leben. Wie konnte das passieren? Warum hat sich keiner dagegen gewehrt? Hat denn niemand gemerkt, dass es nicht in Ordnung war? Viele haben einfach mitgemacht, ohne ihr Handeln zu hinterfragen, waren Mitläufer. Was hätten sie auch tun sollen? Widerstand war lebensgefährlich. Und heute sagen manche, was hat das alles mit uns zu tun? Das ist so längst vorbei. Hört doch endlich auf, immer wieder die alten Wunden aufzureißen. Nein, wir müssen darüber sprechen.
Du hast recht, wir müssen darüber sprechen. Ja, wir müssen darüber sprechen. So schlimme Zeiten sind nicht plötzlich da, wie eine Naturkatastrophe. Ein Krieg bricht nicht plötzlich aus wie ein Vulkan. Nein, es fängt immer klein an, bevor es zur Katastrophe kommt. Darum ist das Wissen über die Vergangenheit so wichtig. Darum müssen wir darüber sprechen. Darum müssen wir darüber sprechen. Und auch entsprechend handeln. Daher während den Anfängen. Hütet euch vor Ausgrenzung. Antisemitismus, Ausländerfeindlichkeit dürfen in unserer Gesellschaft keinen Platz haben. Aber noch schlimmer als Hass ist das Wegschauen. Alle Menschen sind frei und gleich und an Würde und Rechten geboren. Ohne Rücksicht auf Hautfarbe, Geschlecht, Sprache, Religion, politische Überzeugung oder soziale Herkunft. Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren.